Hallo und guten Tag, willkommen auf MX5 Roadtrips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Ich will nochmal die Insta One R vorstellen und die Software, mit der man die 360 Grad Videos der Insta One R produzieren kann. Dies ist also das vierte Video zu dieser interessanten Kamera. Zunächst mal zur 360 Grad Fotografie im Allgemeinen. Der Louvre ist gegenwärtig geschlossen, trotzdem kann man ihn im Internet besichtigen, weil 360-Grad-Aufnahmen vom Louvre hergestellt wurden. Und die sind in der Tat so gut, dass man den Eindruck hat, tatsächlich durch die Räume zu gehen, und man kann sich auch aussuchen, welche Perspektive man wählen will. Und das ist nun auch das Problem, mit dem wir bei den Action-Cams zu tun haben, die Auflösung. Stellen wir uns vor, man wolle ein 360-Grad-Video mit GoPros herstellen. Man würde zwei aneinander kletten mit Klettband oder so etwas. Dann kommt man auf bei 170 Grad pro Kamera auf 340 Grad. Rundumsicht bei 8K. Man braucht aber mehr als 360 Grad, um eine Rundumsicht herzustellen. Also insofern reicht das nicht. Und vor allen Dingen in der Vertikalen ist der Bildwinkel viel kleiner. Das sieht man an dem 16:9 Format der Videos. Man müsste also mindestens 6 GoPros haben. Und solche Gestelle gibt es tatsächlich, in denen man 6 GoPros einklemmen kann und dann ein Rundum-Video herstellen kann. Nur 6 mal 4 sind 24K an Datenvolumen, und wie man das nachher zusammenrechnet aus den verschiedenen GoPros, ist eine ganz andere Sache. Insofern, Kameras herzustellen, die alleine als einzelne Kamera eine derartige Qualität liefern, ist schon ziemlich aufwendig. Es gibt solche Kameras, zum Beispiel von Insta360, die inzwischen einer der führenden Hersteller weltweit für 360-Grad-Kameras sind. Aber eine solche Kamera wie die Titan ist dann doch relativ teuer. Sie kostet 17.000 Euro und leistet 11K. Die andere Seite war die, dass Action-Cam-Hersteller versucht haben, die Datenrate zu reduzieren und auf 2K, das war so in der Regel die Auflösung, auf 2K zurückgegangen sind. 2K sind bei 360 Grad nicht besonders viel. Das 16:9 Video, das man aus diesen 360 Grad dann generieren kann, sind 0,3 bis 0,4K. Also ein Zehntel eines normalen 4K-Videos. Also solche Qualität würde ich als unterirdisch bezeichnen wollen. Und insofern war 360-Grad-Videofotografie bisher vollkommen uninteressant, für mich jedenfalls. Die Situation hat sich dann geändert, als Insta360 die One X auf den Markt gebracht hat. Eine bezahlbare 5,7K auflösende Kamera für Amateurfotografen. Und sie wurde wirklich mit Begeisterung aufgenommen und ist bis heute sicherlich eine ganz ausgezeichnete Kamera. Die One R ist der Nachfolger der X, hat sie vielleicht nicht komplett ersetzt, aber jedenfalls etwas verdrängt. Der Unterschied zur X ist, dass sie modular aufgebaut ist, also nicht nur 360-Grad-Aufnahmen drehen kann, sondern auch 4K-Aufnahmen. Und das Interessante ist, dass dieses Twin Edition Konzept durchaus preislich von Interesse ist. Also 4K und 360 Grad, zwei Module, kosten derzeit etwa so viel wie eine GoPro Max. Das ist schon von Interesse. Das zweite ist, die Insta360 Software ist anders als bei GoPro nicht nur auf Smartphones ausgelegt, sondern es gibt eine Version sowohl für Macintosh wie für Windows.
Und um diese Software soll es hier gehen, die Studio 2020, die sich sehr stark an dem Design von Macintosh orientiert, und zwar dort an dem Schnittprogramm Final Cut. Nun ist die Studio 2020 nicht auf dem Niveau von Final Cut. Sie läuft nicht so rund, aber man kommt sehr schnell mit ihr zurecht und sie bietet eine Menge Möglichkeiten. Auf diese Möglichkeiten werde ich in diesem Video eingehen, also zeigen, was die One R einerseits technisch kann und was man softwaremäßig mit ihr umsetzen kann. Nun gibt es auch eine ganze Reihe von Restriktionen in der Studio 2020. Zum Beispiel werden 16:9 Videos grundsätzlich maximal in HD-Qualität exportiert. Wie man trotzdem 4K-Videos aus Studio 2020 generieren kann, das soll in diesem Video auch gezeigt werden. Und natürlich dann, darauf bin ich in einem bisherigen Video schon eingegangen, diesmal etwas genauer, wie man nachträglich Zeitlupen-Videos mit Zeitraffer-Videos in einem und demselben Video kombinieren kann und wie man so halt Videos sehr aufregend gestalten kann, jedenfalls wie ich das finde. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Die One R nimmt mit ihren zwei Linsen getrennte Videos in dem hauseigenen Format INSV auf. Die beiden Videos müssen dann zusammengefügt werden, entweder auf der Smartphone-App oder mit der Studio 2020 Software. Studio 2020 zeigt vier Bereiche. Links die gespeicherten Dateien, in der Mitte die aktuell geöffnete Dateien, rechts verschiedene Möglichkeiten für den Export und unten am wichtigsten die Timeline, in der die Keyframes gesetzt werden können. Der View-Modus bietet die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Formen der Ansicht zu wechseln. Das blendet ein kleines Klappfenster ein mit Tiny Planet, Crystal Ball, Default, Natural View und Flat. Mit Flat hatten wir ja begonnen. Man kann in all diesen Ansichten mit der Maus herumfahren, den Winkel wählen, man kann sich hineinzoomen und herauszoomen. Und man kann hier auch die beliebte Ansicht Tiny Planet wählen, die allerdings hier nicht exportierbar ist. Wie überhaupt in diesem Modus eben keine Exporte möglich sind. Wenn ein Export stattfindet, so nicht im 16:9 Modus, sondern im 360-Grad-Modus in der Form der Flat-Darstellung, wie sie hier erfolgt. Das kann durchaus manchmal sinnvoll sein, hier bei dem Beispiel der Wohnungsbesichtigung, da kann man so etwas anwenden, da ist es informativ und man kann sich in dieser Wohnung dann mit der Maus bewegen, das ist eine durchaus sinnvolle Sache. Aber wir wollen uns ja hier um Action-Cams und deren Darstellung kümmern. Wir sehen hier noch die VLC-Darstellung des 360-Grad-Videos. Es ist vollkommen verzerrt und kann so in dieser Form eigentlich nicht verwendet werden. Andererseits die reizvolle Perspektive von oben, Tiny Planet, sieht man hier schon. Man kann in Tiny Planet hineinzoomen und dann zu einem natürlich aussehenden 16:9 Format wechseln. Wie man das herstellt, das werden wir am Ende des Videos sehen. Zunächst soll es aber mal um die ganz normalen 16:9 Videos gehen, die 2020 exportieren kann. Das Beispielvideo zeigt zunächst einmal, dass wir Kamerafahrten durchführen können. So können wir beispielsweise dem eben entgegenkommenden VW-Bus folgen, ohne das tatsächlich zu tun, sondern nachträglich. Wir können auch eine etwas spaßige Angelegenheit, das Auto einen Looping fahren lassen. Oder wir können ein Panorama-View machen, also einmal um 360 Grad die Kamera schwenken, sodass wir einen Eindruck von der Landschaft vermitteln können, in der wir gerade fahren.
Oder wir können, das werden wir gleich sehen, bei einem Bauernhof den Blick am Bauernhof lassen, obwohl wir ja eigentlich weiterfahren und auf die Straße achten müssen. Können wir das im Nachhinein machen? Können wir in Ruhe uns den Bauernhof betrachten? Wie macht man das? Das ist nun die entscheidende Frage. Dafür gibt es die Timeline und in dieser Timeline müssen Keyframes gesetzt werden, die die jeweilige Kameraperspektive festhalten, in der der Keyframe gesetzt wird. Das Beispiel des entgegenkommenden BMWs soll das hier zeigen. Wir wählen verschiedene Perspektiven und die uns gefallene Perspektive setzen wir mit einem Keyframe fest. So wechseln wir zur nächsten Perspektive und setzen wiederum für diese einen Keyframe. Wenn wir das erledigt haben, sehen wir uns an, wie die Sache wirkt, ob sie vor allen Dingen ruckelfrei und smoothig erfolgt. Das ist diesmal nicht der Fall. Wir haben also irgendeinen Keyframe gesetzt, der die Sache stört und müssen jetzt herausfinden, welcher das ist, um ihn zu löschen. Das geht auch verhältnismäßig einfach, weil man kann einfach von Keyframe zu Keyframe springen und sieht ja dann die Perspektive. Also der Entscheidende ist gelöscht und jetzt siehe da, man hat eine wunderbar weiche Kamerafahrt. Im nächsten Video soll es darum gehen, dass wir in dieser früher sehr religiös orientierten Gegend ein Kreuz am Wegrand filmen wollen. Und das Endvideo soll dann so sein, dass dieses Kreuz ganz langsam in einer Zeitlupe gezeigt wird, das Video selber aber in erhöhter Geschwindigkeit, also im Zeitraffer. Wir produzieren dazu zunächst erstmal ein Zeitlupenvideo vierfach, um die langsame Passage zu haben und anschließend ein Zeitraffervideo. Das kann 2020 nur getrennt und wir müssen beide getrennt abspeichern, um sie dann in Final Cut zusammenzuschneiden. Das Endprodukt sehen wir jetzt hier, variable Geschwindigkeiten zwischen doppelter Beschleunigung und vierfacher Zeitlupe. Das Prinzip wollen wir jetzt auch auf den Dolly-Zoom anwenden. Zunächst mal ist es wichtig, die Vorüberfahrt so mit einzelnen Perspektiven festzuhalten, weil sonst das Fahrzeug den Bildschirm sprengen würde. Wenn wir das erledigt haben, können wir es in einiger Entfernung aufstellen und dann der stationären Kamera entgegenfahren und dabei von der Kamera auf das Auto hinzu zoomen. Das nennt man Dolly-Zoom. Das machen wir hier gerade. Aber was nun entscheidend ist, wir möchten die Geschwindigkeit verändern, denn wir wollen mit hoher Geschwindigkeit oder verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit ranfahren, dann aber ganz langsam vorbei an der Kamera fahren, um anschließend wieder zu beschleunigen. Auch das kann 2020 nicht, die Studio-Software, sondern wir müssen dies mehrfach abspeichern mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, um nachher in Final Cut die einzelnen Varianten zusammenzuschneiden. Am Schluss nochmal 4K-Zeitlupen-Videos, die wunderbar smoothig sind. Das ist deswegen bemerkenswert, weil all diese Videos ja nachträglich zur Zeitlupe deklariert wurden. Einmal mit dem 4K-Modul, einmal mit dem 1-Zoll-Modul, das sogar nachts. Und es läuft völlig ruckelfrei und absolut smoothig. Das ist eine geniale Angelegenheit, dass man nachträglich die Geschwindigkeit bestimmen kann. Bei Timeshift ist das nicht der Fall. Timeshift muss man vorab einstellen. Und das ist dann auch nicht mehr variabel. Kommen wir zum letzten und vielleicht interessantesten Punkt, nämlich 4K-Kamerafahrten zu exportieren. Das kann 2020 eigentlich gar nicht. Wir haben hier eine Kamerafahrt in 4K und anschließend dieselbe Kamerafahrt in HD, so wie sie 2020 exportieren würde. Man sieht jetzt an dem Standbild, dass HD deutlich unklarer ist als 4K und wir sehen das auch an den Datenraten hier, sowohl bei QuickTime Player wie bei VLC. Beide zeigen, dass das Video in 4K gedreht wurde mit 30 FPS. Gut, wie geht das? Der Witz dabei ist, dass man
das Video zunächst mal in 2020 im Fullscreen ablaufen lassen muss, in Originalgeschwindigkeit, und die Daten mit einem Apple-eigenen Programm aufzeichnet, dem QuickTime-Player. Wichtig ist dabei, dass die Auflösung des Bildschirms bei dem Apple-Gerät, es muss ein Retina-Gerät sein, auf 5K eingestellt ist. Dann sendet nämlich die Grafikkarte die entsprechenden Daten aus und der QuickTime-Player nimmt sie dann auf und macht daraus ein 4K-Video. Und wie wir gesehen haben, kann man also sehr beliebige Fahrten in 2020 in der View-Ansicht machen und diese gleichzeitig protokollieren lassen von dem QuickTime-Player. Das eröffnet ungeheure Möglichkeiten und ich denke, das sollte uns schon gemeinsam Spaß machen. Am Schluss wollen wir auf Instas Werbung eingehen, dass die Kamera eine Drohne ersetzen kann. Was sie natürlich nicht wirklich kann, aber immerhin kann sie Aufnahmen erzeugen, die so aussehen, als seien sie von einem dritten Unbeteiligten erstellt worden. Und bei geringer Entfernung eigentlich ganz passable Aufnahmen zeigt, was die Verzerrung betrifft. Zoomt man allerdings weiter heraus, dann werden die Verzerrungen ganz gewaltig und die Aufnahme wird ganz unnatürlich. Die Schwierigkeit besteht hier dabei, dass wenn man die 4K-Variante wählt, man ja keine Keyframes setzen kann. Man muss also versuchen, während der QuickTime-Player es aufzeichnet, Kamerafahrten zu erzeugen, die weich und trotzdem natürlich sind. Die Aufnahmen mit dem Stick zeigen also, dass doch mehrere Versuche notwendig sind, um ein akzeptables Video zu erzeugen. Insofern kann man das Fazit ziehen, dass das Filmen mit einer 360-Grad-Kamera wie der One R nicht einfacher, sondern eher komplizierter wird. Aber es bietet auch ungeheuer viel mehr Möglichkeiten, als das mit einer 4K-Kamera möglich wäre. Und da sie modularisiert ist, braucht man ja auf 4K nicht zu verzichten. Außerdem hat man zusätzlich noch die Möglichkeit, mit dem 1-Zoll-Modul, das habe ich ja gezeigt, hervorragende Dämmerungs- und Nachtaufnahmen zu machen. Insgesamt kann man also zusammenfassen, dass meine anfängliche Distanz zur 360-Grad- Videofilmerei sich ins Gegenteil verkehrt hat. Insta 360 hat mich mit dem Modell One R davon überzeugt, dass das schon eine ganz großartige Angelegenheit ist, wenn man Filme im Nachhinein gestalten kann, die Perspektive wählen kann, die Zeit wählen kann und so ganz andere Möglichkeiten hat, als das mit einer einfachen Hero von GoPro möglich ist. Ja, also als Fazit, glaube ich, kann man festhalten, besser als die GoPro, die Insta 360 One R ist ein ganz großer Wurf unter den Action-Kameras und vermutlich gegenwärtig die beste überhaupt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.